Wie gesagt, herzlich willkommen zur Vorlesung Grundlagen der Mensch-Maschine-Wechselwirkung. Vielleicht fragt ihr euch, wer ist das eigentlich, der da vorne steht? Vielleicht hat der eine oder andere von euch die Vorlesung schon mal gehört, im letzten Semester oder im vorletzten, also im letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Ich habe bei der Liste, ich habe mir mal die Teilnehmerliste angeguckt und war durchaus ganz erstaunt, dass wir Leute hier haben vom 1. bis zum 26. Semester. Also schauen wir mal, also der eine oder andere müsste eigentlich schon mal irgendwann hier gewesen sein. Wenn ihr schon mal hier gewesen wart, und dann habt ihr vielleicht hier die Vorlesung gehört von Herrn Professor Keil, das ist mein Chef. Der hat bisher diese Vorlesung immer gehalten. Letztes Semester habe ich ihn krankheitsbedingt größtenteils vertreten. Und ab diesem Semester oder in diesem Semester halte ich die Vorlesung selber. Mein Name ist Felix Winkelkemper. Ich arbeite am Heinz-Nixdorf-Institut, Lehrstuhl für kontextuelle Informatik, wie gesagt bei Herrn Professor Keil. Da steht meine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse könnt ihr gerne nutzen, wenn ihr im Laufe der Vorlesung irgendwo eine inhaltliche Nachfrage habt, wenn ihr denkt, ich habe für etwas, was ich jetzt erzählt habe, ein ganz tolles Beispiel oder ich habe ein Gegenbeispiel. Für sowas sind wir eigentlich immer sehr dankbar. Schreibt mich möglichst nicht an für so ganz organisatorische Dinge wie, das heißt ganz organisatorisch, aber für organisatorische Dinge wie die Organisation der Übungsgruppen. Da seid ihr bei Gero, der sitzt hier vorne, viel besser dran. Zur Organisation von Übungsgruppen etc. erzähle ich aber ganz am Ende nochmal was, und da kriegt ihr auch die entsprechenden E-Mail-Adressen. Ansonsten könnt ihr aber gerne mich anschreiben, könnt auch gerne vorbeikommen, wenn ihr meint. Ein wichtiger Punkt, den ich vorweg sagen wollte, steht hier unten. Ich bin kein Professor. Das bedeutet, ich bin sowas, was man wissenschaftlicher Mitarbeiter nennt. Unter wissenschaftlichen Mitarbeitern in der Informatik ist es üblich, sowohl unter ihnen als auch mit Studenten üblicherweise, dass man sich duzt. Das heißt, es würde mir jetzt sehr schwer fallen, wenn ich jetzt euch auf einmal siezen müsste. Deswegen werde ich das jetzt hier in der Vorlesung so machen, dass ich euch irze. Also, dass ich immer sage, ihr könnt und ihr habt und ihr seid und sowas. Ich hoffe, das stört keinen, es ist kein Angriff auf euch, es ist einfach Gewohnheit. Ich würde mir jedes Mal einen abbrechen, wenn ich das anders versuchen würde. Früher war das sogar so, dass auch Professoren üblicherweise geduzt wurden in der Informatik. Das ist aber irgendwie aus der Mode gekommen, sodass das sie üblich ist. Wenn ihr unbedingt meint, im Gespräch mit mir oder in E-Mails an mich siezen zu müssen, nehme ich euch das auch nicht übel. Könnt ihr machen. Nicht so schlimm. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, zum Organisatorischen erzähle ich am Ende ein ganzes End mehr. Vielleicht habt ihr euch gefragt, diese komische Veranstaltung, Grundlagen der Mensch-Maschine-Wechselwirkung, was ist das eigentlich? Mensch-Maschine-Wechselwirkung ist ja irgendwie ein eigenartiger Ausdruck, könnte man sich irgendwie alles Mögliche drunter vorstellen, bis hin zu solchen Sachen wie jetzt, was im Moment mit Facebook und diesen Diskussionen passiert. Diesen Bereich, also auch was Facebook, was Folgen von Informatik und Nutzung und überhaupt die Relation zu Menschen angeht, nennt man im Allgemeinen Informatik und Gesellschaft. Der Bereich Mensch-Maschine-Wechselwirkung ist in der Tat etwas schmaler gefasst. Und ich habe hier mal die Definition rausgesucht, die die Gesellschaft für Informatik hat. Also die Gesellschaft für Informatik, kennt ihr vielleicht, ist sie also eine Interessengruppe für Informatiker, eher im wissenschaftlichen Bereich. Es gibt ja auch die Bitkom, von der hört man häufiger mal in den Nachrichten. Da geht es eher um die informationsverarbeitende Industrie und um Firmen. Und bei die Gesellschaft für Informatik ist der eher wissenschaftliche Interessensverband. Und der hat eigentlich so ziemlich ähnlich wie die Universitäten Lehrstühle und Fachbereiche für alle möglichen Teile der Informatik haben die halt auch Fachbereiche. Und einer davon heißt auch Mensch-Computer-Interaktion. Und Mensch-Computer-Interaktion, Mensch-Maschine-Wechselwirkung, das ist da so das, was man vergleichen kann. Und was die so definieren, das seht ihr hier, das ist auch relativ weit aufgefächert. Aber es hat alles irgendwie zu tun mit eigentlich dem, was da an erster Stelle steht, nämlich Grundlagen der Software-Ergonomie. Und das ist der Inhalt, um den wir uns hier in diesem Semester hier kümmern wollen. Also es geht darum, wie man Software so gestaltet, dass sie
möglichst gut geeignet ist für denjenigen, der sie am Ende dann auch benutzen muss. Das ist das, der, wird der Inhalt dieser Vorlesung sein. In der heutigen Vorlesung machen wir das so, dass wir als erstes noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, was ist eigentlich Software-Ergonomie und was ist eigentlich Ergonomie. Dann ist es relativ wichtig, dass wir uns mal um ein paar Gesetze und ein paar Normen kümmern. Nicht, weil wir die in der Vorlesung die ganze Zeit immer wieder heranziehen wollen würden, ganz im Gegenteil. Wir haben uns den Luxus erlaubt, uns einen eigenen Ansatz für die Software-Ergonomie zu erschließen, oder ich werde ihn euch hoffentlich auch vermitteln. Aber diese Gesetze und Normen sind da und sind natürlich auch sehr wichtig. Und vor allen Dingen, wenn ihr später irgendwo in der Industrie arbeitet, dann werden euch gerade diese Normen wahrscheinlich häufiger begegnen, deswegen sollte man sie kennen. Deswegen werden wir uns da heute ein bisschen drum kümmern. Dann werde ich ein bisschen darüber sprechen, welche Ansätze zur Ergonomie sich eigentlich als untauglich erwiesen haben. Das ist unter anderem, was hier steht, also die funktionale Gleichheit von Mensch und Maschine. Das heißt also, ich arbeite irgendwie mit dem Computer zusammen an einer Lösung eines Problems und wir sind so gleichberechtigte Partner. Das ist durchaus eine Denkweise, die früher mal, vor allem in den 70er Jahren, mal sehr verbreitet war und sich teilweise heute noch niederschlägt in so manch Eigenartigkeiten. Oder auch anderer Ansatz, dass man einfach sagt, naja, wir gucken uns Wahrnehmungspsychologie an, also wie der Mensch wahrnimmt, und das reicht dann. Das kann es auch nicht sein. Am Ende gibt es einige Hinweise zu unserem eigenen Ansatz, nämlich einen Ansatz, der nutzungsorientiert ist und vor allen Dingen konstruktiv ist. Das heißt, wir wollen einen Ansatz für die Software-Ergonomie machen, wo ihr bei uns bestimmte Hinweise und Regeln lernt und sagt, ah, die kann ich umsetzen. Das ist nämlich oft tatsächlich ein Problem bei software-ergonomischen Hinweisen. Die sind oft so eine Art wie in einem Buch. Also wenn ich einen spannenden Roman haben will und gebe als Hinweis hin, oder ich will einen Roman haben, so müsste man sagen, und der Hinweis ist, der Roman muss spannend geschrieben sein. Dann stehe ich da und denke, ach, ja, und? Wie mache ich das denn? Das ist leider häufig ein Problem bei so Hinweisen zur Software-Ergonomie. Deswegen wollen wir konstruktiv sein. Das Ganze soll auch übertragbar sein. Das heißt, obwohl die meisten Sachen, die wir euch hier zeigen, anwendbar sind auf solche Geräte wie diesen Laptop, den ich hier vor mir stehen habe, also diese typischen Bildschirm, Tastatur, Maus, Trackpad, vielleicht noch Touch, da haben wir auch eine ganze Menge Interaktion. Sollten diese Hinweise und Grundsätze übertragbar sein, auch auf andere Ein-Ausgabegeräte oder sowas. Also auch wenn man mal mit so einer Microsoft HoloLens arbeitet oder so, sollten diese Hinweise anwendbar sein. Sind es auch, wir haben da schon entsprechend experimentiert. Ja, und der ganze Ansatz ist hypothesengeleitet, was ein etwas anderer Ausdruck dafür ist, wir erstellen uns eine eigene Theorie dazu. Da kommen wir am Ende hin. Ja, und am Ende gibt es das Organisatorische. Ein Hinweis vorweg, habe ich hier an der Seite hingeschrieben, eine Art Entschuldigung. Wir haben kein Skript für diese Vorlesung. Das gibt es ja in vielen Veranstaltungen mittlerweile, dass es kein Skript gibt, sondern dass stattdessen die Vorlesungsfolien hochgeladen werden. Das heißt, die Vorlesungsfolien sind eine Art Skript. Das bedeutet, sie sind viel zu textlastig für eigentlich gute Folien. Das heißt, nehmt meine Folien bitte nicht als Grundlage dafür für gute Foliengestaltung. Das sind sie nicht. Also wenn ihr einen Vortrag haltet, sollte man Folien ganz anders gestalten, mit viel, viel weniger Text. Ich werde mich auch darum bemühen, die Folien und den Text nicht vorzulesen, sondern über das zu reden, was da draufsteht. Und ihr könnt das dann als Grundlage nehmen, um euch das hinterher nochmal anzugucken, vor allen Dingen im Vorfeld für die Klausur. Aber gerne natürlich auch zwischendurch. Gut, Ergonomie, was ist das eigentlich? Ergonomie ist ein Ausdruck, der sich aus zwei griechischen Wörtern ableitet. Einer heißt Arbeit oder Leistung und der andere dann Recht und Gesetz. Es ist also irgendwie die Regeln für die Arbeit oder die Wissenschaft von der Arbeit. Und so hat sich der Begriff Ergonomie auch durchgesetzt und entwickelt, vor allen Dingen im englischen Sprachraum. Wichtig dabei ist eigentlich zu wissen, wenn ihr mal Literatur lest zu diesem Bereich und kommt auf amerikanische Literatur und redet dann da über Ergonomics, dann wissen die häufig gar nicht so richtig, was ihr eigentlich wollt.
Beziehungsweise, wenn ihr die Literatur habt, dann steht ja der Begriff Ergonomics üblicherweise nicht drin, weil der im amerikanischen Kulturraum einfach nicht verbreitet ist. Im amerikanischen Kulturraum ist es eine ziemliche Unmöglichkeit, dass jemand Regeln für Arbeit aufstellt. Das ist ja so sozialistisch, ne? Das macht man ja nicht. Deswegen ist diese Begrifflichkeit da nicht üblich. Es werden natürlich solche Forschungen trotzdem gemacht, die werden einfach an anderer Stelle aufgehangen. Die sind dann häufig im Bereich der Anthropologen oder Soziologen angesiedelt oder wenn es um die Informatik geht, dann liest man meistens sowas wie Human Factors. Und das ist dann der Bereich, der das Gleiche bespricht. Bei uns ist aber der Begriff Ergonomie üblich und deswegen verwenden wir ihn auch. Warum ist das wichtig? Was kann das Problem sein, wenn ich eine nicht ergonomische, also nicht gut an den Menschen angepasste Gestaltung habe? Ja, jetzt überlegen wir uns. Gucken wir uns mal dieses Cockpit an. Da ist es dann relativ eindeutig, ne? Also wenn dieses Cockpit so gestaltet ist, dass der Pilot Schwierigkeiten haben wird, mit diesen Instrumenten und mit diesen Anzeigen umzugehen, dann fallen uns die Flugzeuge irgendwann vom Himmel. Das kann keine gute Idee sein. Das ist natürlich jetzt so der Super-GAU. Soweit müssen wir vielleicht nicht gehen. Was ist, wenn ich eine Software habe und bin gezwungen, damit zu arbeiten, aber diese Software ist nicht gut gestaltet? Das könnte jetzt ja zum Beispiel sein, also angenommen hier in der Verwaltung gäbe es irgend so ein Tool zur Verwaltung von Studenten und das ist so gestaltet, dass das irgendwie ganz umständlich ist oder optisch so gestaltet, dass man irgendwie ein Flimmern vor Augen kriegt oder sowas. Was passiert dann? Dann werden die Leute krank, die damit arbeiten. Sie sind unzufrieden oder machen sehr viele Fehler oder sowas. Das ist also dann ein Problem. Oder eine Software, die man nicht benutzen muss, Medienplayer oder so, wo man jetzt sagen kann, naja, also zwingt einen in der Regel keiner, den zu benutzen, na dann hängt natürlich die Nutzungsakzeptanz stark davon ab. Das heißt, wenn ihr eine Software gestaltet, die nicht gut zu benutzen ist, dann werden die Leute sie nicht benutzen, zumindest wenn es Alternativen gibt. Also deswegen ist Ergonomie wichtig. Ergonomie bei uns meint meistens Software-Ergonomie. Ergonomie ist aber natürlich weiter. Also es gibt auch Hardware-Ergonomie. Es gibt zum Beispiel ergonomische Vorschriften, die sowas beschreiben. Wie sitzt man richtig an einem Schreibtisch? Da seht ihr auch die Bitkom, von der ich eben schon mal gesprochen habe. Von der habe ich dieses Bild. Das ist eine Vorschrift, die gibt es schon sehr lange, solche Arten von Vorschriften, wie man richtig an einem Schreibtisch sitzt. Häufig ist unten noch so ein Fußbänkchen eingezeichnet, damit man, falls man irgendwie zu kurze Beine hat, dass man die Füße unten aufsetzt, dass man nicht mit den Beinen baumelt. Wie so kleine Kinder das machen müssen, wenn die auf einem großen Stuhl sitzen. So, das sind Angaben, die haben sicherlich ihre Wichtigkeit. Jetzt ist nur die Frage, sollte man wohl tatsächlich die ganze Zeit so am Schreibtisch sitzen? Macht das mal. Setzt euch mal so an den Schreibtisch für 4 Stunden. Das hat was von mittelalterlicher Foltermethodik. Ne? Das kann irgendwie nicht so ganz der einzige letzte Schluss sein. Entspannt ist das doch nicht. Entspannt ist doch sowas. Das ist eine entspannte Haltung. So, wie Herr Goethe hier sitzt oder zumindest hingesetzt wurde, ist ja ein Gemälde. Heute sagt man, dass Lümmeln vor dem Bildschirm, also immer so hin und her, mal nach vorne, mal nach hinten oder so, ist viel besser, als so steif da zu sitzen. Trotzdem haben natürlich diese Regeln von vorher ihre Bewandtnis und sollten auch angewandt werden. Das heißt, so ein Arbeitsplatz sollte schon so gestaltet werden, dass man so vor einem Bildschirm sitzen kann. Aber nicht so, dass man so steif, dass man so sitzen muss die ganze Zeit. Gerade für die Wirbelsäule ist es erheblich besser, wenn man sich bewegen kann, wenn man mal auf verschiedene Arten und Weisen sitzt, das Gewicht mal vielleicht auch vorne verlagert, mal nach hinten verlagert. Das heißt, in der Ergonomie ist es oft so, dass es irgendwo Regelwerke gibt und diese Regelwerke sklavisch angewandt werden, das aber gar nicht sinnvoll ist. Das wird bei uns am Ende münden in ein Konzept, dass es bestimmte Anforderungen gibt und diese Anforderungen fast immer in Widerspruch zueinander stehen. Wir werden das Designkonflikt dann nennen. Gut, dieses zur Software-Ergonomie, welche Probleme das haben kann, habe ich euch im Prinzip eigentlich schon gesagt. Man kann krank werden, man kann psychische Probleme dadurch kriegen, wenn eine Software nicht entsprechend gestaltet ist. Das heißt, Software-Ergonomie endet nicht
bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes als solches, wie sitzt man, wie sind eigentlich die Bildschirme, spiegeln die und solche Fragen, das kann man sich alles stellen, sondern sie gehen auch in die Gestaltung der Software hinein. Gut, gucken wir uns mal ein bisschen an, was es für Gesetze zu diesem Bereich gibt. Was ist gesetzlich dazu wichtig? Da haben wir jetzt eine ganze Menge an Gesetzen und Verordnungen. Die braucht ihr euch nicht alle zu merken. Vor allen Dingen nicht diese ganze historische Aufstellung, wo ich das hernehme. Wichtig ist hinterher die ISO-Norm, aber da weise ich dann nochmal extra drauf hin. Es gibt im Deutschen drei Säulen im Prinzip, die sich um Arbeitsschutz kümmern, drei wichtige Bereiche. Das eine ist das Wettbewerbsrecht, das andere ist die Sozialgesetzgebung und als letztes haben wir dann noch die Betriebsverfassungen. Was ist das jetzt? Was sind die Interessen dahinter? Beim Wettbewerbsrecht geht es ja in der Regel darum, dass ausgeglichen werden soll, dass nicht eine Firma Vorteile der anderen Firma gegenüber hat, weil sie zum Beispiel ihre Mitarbeiter knechtet. Ne? Da sind zum Beispiel auch solche Sachen drin, Kinderarbeit ist nicht erlaubt und solche Sachen. Wird alles dadurch ausgeglichen. Gut, die Gewerbeordnung, das ist schon wirklich alt, wenn wir mal gucken. Ich habe hier die erste Regelung dieser Art und da seht ihr, es von 1869. Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen, hat damals schon schreiben lassen und da steht dann unten drin, jeder Gewerbeunternehmer ist verbunden, auf seine Kosten all diejenigen Einrichtungen herzustellen, unterhalten, bla 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 bla, besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebes zur tunlichster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit. Das ist natürlich noch sehr allgemein gehalten. Es musste natürlich irgendwie ausgefeilt werden, was das eigentlich bedeutet. Es gibt aber auf jeden Fall einen entsprechenden Hinweis, dass die auf die Gesundheit zu achten ist. Die zweite Säule, die wir da haben, ist die Sozialgesetzgebung. Da sind die typischen Versicherungen, die der Staat hat, drin. Also Arbeitslosenversicherung ist ja eine staatliche Versicherung. Heutzutage ist Pflegeversicherung eine staatliche Versicherung. Hier geht es aber vor allen Dingen um die Unfallversicherung. Es gibt ja eine staatliche Unfallversicherung. Und wenn der Staat eine Unfallversicherung macht, dann will der natürlich, dass er möglichst nicht ständig was bezahlen muss. Also gibt er Regeln heraus an die entsprechenden Betriebe und an alle, die es betrifft, wie Unfälle zu vermeiden sind. Und wenn der Betrieb sich nicht an diese Unfallversicherungsvorschriften hält, dann kann der Staat sagen, ja, müsst ihr selber bezahlen. Ne? Und deswegen gibt es da entsprechende Regelungen in dem Bereich der Unfallversicherung. Und als letztes der Bereich betriebliche Mitbestimmung. Das sind vor allen Dingen die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte. Und dadurch also so eine Art Demokratisierung des Ganzen, dass die Mitarbeiter selber was zu sagen haben, was das angeht. Auch das wurde schon relativ früh, 1920, eingeführt, das Betriebsrätegesetz. Dann gab es 1934 ein Gesetz, da wurde das Ganze irgendwie etwas umgemodelt. Könnt ihr euch vorstellen, 1934, was das für eine Zeit war. Da hieß dann Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Auch da wurde gesagt, dass es Vertreter der Mitarbeiter, des Betriebes gibt, aber vor allen Dingen wurden ganz viele andere Sachen da reingeschrieben, also dass dieser Vertrauensmann, der da gewählt wurde, rückhaltlos dem nationalen Staat dienen soll und der Gemeinschaft der Volksgenossen. Diese Begrifflichkeiten sind dann hinterher alle wieder verschwunden, die wurden alle im Kontrollrat, also von den Militärs, wieder aufgehoben nach dem Kriege und es gab wieder ein neues Betriebsrätegesetz. Und da stehen dann solche Sachen drin, wie ja, dass es einen Betriebsrat gibt, dass der entsprechend zu informieren ist, wenn es was Neues gibt und solche Dinge. Gut, schauen wir uns mal an, was denn da jetzt so drin steht, also wie diese Regelung ist. Da gucken wir einmal hier rauf und da steht, werden die Mitarbeiter durch Änderung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich der Belastung verlangen. So, jetzt überlegen wir mal, das klingt jetzt gut. Aber wenn wir uns mal das genau überlegen, was da steht, und Juristen sind ja dann immer pingelig, da steht ja kein Wort einfach so da, sondern da ist ja jedes Wort ist da ja eingefügt worden, um irgendwie etwas auszuschließen oder irgendwas besonders zu betonen, dann stehen da solche Sachen drin wie die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse. Und die müssen der menschengerechten Gestaltung offensichtlich widersprechen und in besonderer Weise
belasten. Und dann muss es angemessene Maßnahmen zur Abwendung geben. Was bedeutet das? Überleg doch mal. Wann ist eine wissenschaftliche Erkenntnis eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis? Man kann gut das Beispiel des Rauchens nehmen. Rauchen ist ungesund, wird allgemein so gesagt, aber ist das eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis? Und wie lange braucht es, bis etwas eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis ist? Da muss irgendwann eine Studie gemacht werden, zwischen der Studie und der Veröffentlichung vergeht Zeit, dann müssen Gegenstudien gemacht werden, dann gibt es häufig Lobbygruppen, die machen auch Gegenstudien, die kommen dann zu ganz anderen Ergebnissen. Also bis etwas eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis ist, das kann durchaus auch mal 10, 20 Jahre dauern. Das heißt, dieses Betriebsverfassungsgesetz, dieses Mitbestimmungsrecht, was diese Sachen angeht, ist das, was man einen nachlaufenden Gesundheitsschutz nennt. Das heißt, erstmal ist er sehr defensiv. Das heißt, es muss schon extrem offensichtlich sein. Es kommt fast nicht vor, was hier steht. Und es kommt dazu, dass es im Prinzip immer erst dann zu so einer Mitbestimmung kommt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wenn schon gesundheitliche Schäden aufgetreten sind. Die Deutschlandflagge, haben vielleicht einige von euch darüber gewundert, dass ich jetzt eine Deutschlandflagge dahin gemalt habe. Das hat nichts mit irgendwelchem Nationalismus von mir zu tun, sondern weil ich das jetzt der europäischen Regelung entgegenstellen möchte. Der Wandel kommt aus Europa. Das kann man fast immer so sagen. Gute Regelungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz oder sowas kommen fast immer irgendwie über die Schiene der Europäischen Union, ganz entgegen dem Ruf, den die Europäische Union manchmal hat, vor allen Dingen heute. Das hat man damals natürlich auch gedacht, als die Europäische Union anfing, dieses Arbeitsschutzgesetz oder Arbeitsschutz zu vereinheitlichen, hat man natürlich auch gesagt, um Gottes Willen, was soll denn dabei rauskommen? Die machen doch irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nee, haben sie nicht gemacht, sondern sie sind eigentlich über den Arbeitsschutz jedes einzelnen Landes weit hinausgegangen. Die Idee hinter dieser ganzen europäischen Angleichung ist die da steht, nur im sozialen Frieden kann sich letztlich ein einheitlicher Wirtschaftsraum entfalten. Und deswegen wollte man vor allen Dingen Gleichheit schaffen zwischen den Ländern und dass in all diesen Ländern es den Arbeitern so hinreichend gut geht, dass nicht irgendwo die Revolten oder so sind, sondern dass Frieden herrscht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Der Arbeitsschutz ist schon in der grundsätzlichen Charta der Europäischen Union, oder damals hieß sie ja nicht Europäische Union, sondern hieß Montanunion oder Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1957 schon eingebaut worden. Da geht es um die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bewohner Europas oder dieser Union. 1986 kam dann ein entsprechender weiterer Artikel dazu, wo es explizit um Arbeitsschutz geht. Der ist noch recht allgemein gehalten, der musste noch ausgefeilt werden, was es bedeutet. Und das kam ein paar Jahre später, 1989, mit 5 Einzelrichtlinien, die sich darauf beziehen. Und eine bezieht sich dabei explizit auf Bildschirmarbeit, wie man das damals gesagt hat, also auf Arbeit am Computer. Und die ist für uns interessant. Und wenn wir uns da mal die Präambel von angucken, die steht hier in der Mitte, dann klingt das ganz anders als im deutschen Arbeitsschutz. Da steht jetzt nämlich drin, die Arbeitgeber sind verpflichtet, sich über den neuesten Stand der Technik und der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Gestaltung der Arbeitsplätze zu informieren, um etwa erforderliche Änderungen vorzunehmen und damit eine bessere Sicherheit und ein besserer Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet werden kann. So in etwa steht es da. Wenn ich lesen könnte, hätte ich es genau vorgelesen. Also es geht jetzt auf einmal darum, der neueste Stand der Erkenntnisse, der ist jetzt auf einmal wichtig. Das ist auch durchaus eine sinnvolle Angelegenheit. Damals war einer der großen Streitpunkte immer, man hatte ja diese großen Röhrenbildschirme und gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Aber die hatten immer den Nachteil, dass, wenn ihr noch irgendwo einen habt, guckt mal hinten drauf, da steht immer was drauf von Strahlensicherheit und dass der entsprechend abgenommen wird. Diese Röhrenbildschirme strahlen Röntgenstrahlung aus. Da hat man dann Befürchtungen gehabt und auch entsprechende Untersuchungen gehabt, dass gerade schwangere Frauen sich eigentlich vor solchen Monitoren nicht aufhalten sollten. Und da hieß es dann auch, ist das eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis? Weiß man nicht. Aber mit dieser Regelung ist eigentlich schon der Hinweis darauf
hinreichend, dass man entsprechenden Schutz bieten muss. Das führt sich dann, hat dann irgendwie Auswirkungen auf mehrere, auf die Mitarbeiter, auf die Arbeitgeber und vor allen Dingen auch auf die Hersteller, dass die entsprechende Schutzmaßnahmen einleiteten und dann Röhrenmonitore machten, die nicht so viel Röntgenstrahlung ausstießen. Da sind wir glücklicherweise mit den Flachbildschirmen heute ja drüber hinweg. So, diese Bildschirmrichtlinie hat eine ganze Reihe von Vorschriften und unter anderem hat sie in einem Anhang bestimmte Hinweise, die eingehalten werden müssen, was die Gestaltung von Software angeht. Da stehen diese drin. Die Software muss der auszuführenden Tätigkeit angepasst sein. Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Naja, dann muss ich immer drumherum arbeiten. Ne? Das ist klar. Das ist also eine Regelung, die Stress abbaut, Arbeitsaufwand vermindert. Die Software muss benutzerfreundlich sein. Das war damals der übliche Begriff. Gegebenenfalls dem Kenntnis- und Erkenntnisstand des Benutzers angepasst werden können. Geht es also darum, dass ich eine Software anpassbar gestalte. Ohne Wissen des Arbeitnehmers darf keinerlei Vorrichtung zur quantitativen oder qualitativen Kontrolle verwendet werden. Diese Regel fällt jetzt hier in dieser Zusammenstellung ein bisschen aus dem Rahmen, weil sie sich eigentlich nicht so richtig um die, wie die Software aussieht und wie sie sich gibt, bezieht, sondern was anderes geht. Das ist aber eine wichtige Sache. Ein Arbeitgeber darf nicht einfach so irgendwie Messeinstrumente in die Software einbauen, um zu gucken, ob jemand gut arbeitet oder schlecht arbeitet. Das heißt nicht, dass er das nicht darf, aber der Betriebsrat muss da zustimmen. Also zum Beispiel so eine Software, die überprüft, ob private E-Mails im Dienst gelesen werden oder sowas, da muss der Betriebsrat zugestimmt haben. Und es muss dann entsprechend in entsprechenden Regelungen, die der Mitarbeiter kennt, festgehalten sein. Die Systeme müssen den Arbeitgebern Angaben über die jeweiligen Arbeitsabläufe bieten. Das heißt, also, man hat nicht eine Software, wo man irgendwie gar nicht mehr weiß, was tut die eigentlich, was mache ich hier eigentlich, wo bin ich eigentlich. Die Systeme müssen die Informationen in einem Format, einem Tempo anzeigen, das den Benutzern angepasst ist. Das heißt, es rauscht nicht irgendwie was so durch und ich muss irgendwie mal versuchen, das irgendwie mitzukriegen, sondern ich kriege das vielleicht nacheinander angezeigt, muss das nacheinander abhaken. Solche Sachen spielen da eine Rolle. Und die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere auf die Verarbeitung von Informationen durch den Menschen anzuwenden. Ja, die Grundsätze der Ergonomie, was ist das denn? Und bei sowas hat man sich relativ einfach gemacht und hat dann einfach verwiesen auf eine andere Stelle, wo solche Grundsätze der Ergonomie definiert sind. Die gucken wir uns gleich an. Einmal aber noch zur Zusammenfassung und um das klarzumachen, die beiden neuen Qualitäten, die diese Richtlinie gebracht hat. Das eine ist, habe ich eben gesagt, der vorbeugende Gesundheitsschutz. Man muss sich am neuesten Stand der Kenntnisse orientieren. Es gibt eine Aufklärungspflicht der Mitarbeiter bezüglich dieser Erkenntnisse. Es gibt Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mitarbeiter. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, das ist ein zyklischer Prozess. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich richte jetzt hier mein Büro ein, jetzt haben wir hier 2005 oder was, ich richte mein Büro ein. Nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse richte ich das ein und dann lasse ich die Leute da 40 Jahre arbeiten. Das geht nicht. Sondern ich muss immer wieder nach dem wieder aktuellen Stand was machen. Vor allen Dingen muss ich mir das Büro immer wieder angucken, muss immer gucken, ist das eigentlich noch ergonomisch? Wir kennen das auch hier bei uns in den Büros, laufen auch jedes Jahr oder jede zwei Jahre, ich weiß gar nicht genau, laufen Leute da durch und gucken immer, haben wir die Monitore richtig zum Fenster aufgestellt und solche Sachen. Und dann muss man im Zweifelsfalle begründen, warum man das nicht möchte, wenn das irgendwelche Gründe hat. Gut, und es gibt entsprechende Präventivmaßnahmen, also wie gesagt, diese Arbeitsplatzanalyse, Augenuntersuchungen. Die zweite wichtige neue Qualität ist die Anerkennung psychischer Belastungen. Die wurden vorher in der deutschen Arbeit, in dem deutschen Arbeitsschutz eigentlich weiter gar nicht großartig bedacht. Was sind psychische Belastungen? Das ist auch definiert, kann an ganz vielen verschiedenen Ursachen liegen, warum es psychische Belastungen gibt. Könnt ihr euch vorstellen, also der Chef kann ein Arschloch sein, dann ist das eine psychische Belastung. Alles Mögliche kann sein, dass eine psychische Belastung ist. Lärm wäre eine psychische Belastung. Aber unter anderem kann auch die Software selber zu einer psychischen Belastung werden. Und wenn man eine schlechte Software hat und eine psychische Belastung hat, dann hat das für den Arbeitgeber üblicherweise ja auch Nachteile. Das heißt, also ist auch im Sinne der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass er nicht Arbeitnehmer hat in den Büros, so eine innerliche Kündigung schon vollzogen haben oder die viel mehr Fehler machen, als sie müssten, weil sie gestresst sind durch die Software, die sie einsetzen müssen. Da sollte man ja drum herum kommen.
Gut, diese beiden sollte man sich mal merken. Ne? Die beiden neuen Qualitäten der EU-Bildschirmrichtlinie, vorbeugender Gesundheitsschutz und Vermeidung psychischer Belastung. Ja, was ist mit diesen europäischen Richtlinien geworden? Europäische Richtlinien heißen Richtlinien, das klingt sehr seicht. Das bedeutet aber, dass sie von den Nationalparlamenten in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Müssen, nicht können, sondern müssen. Wenn die Länder das nicht machen, müssen sie Strafe zahlen. Das passiert auch Deutschland durchaus öfter mal, dass die da irgendwie in Versäumnis geraten und dann müssen sie der Europäischen Union eine Strafe dafür zahlen, dass sie das noch nicht umgesetzt haben. Diese Richtlinien sind aber umgesetzt worden, unter anderem in die Arbeitsstättenverordnung. Und diese Arbeitsstättenverordnung ist dann mittlerweile aus Gründen der, wie soll man sagen, Performance des Gesetzes wieder umgemodelt worden und sind, also die Bildschirmrichtlinie ist in die Arbeitsstättenverordnung integriert worden. Das soll uns aber nicht weiter interessieren. Wichtig ist, diese Richtlinie ist umgesetzt worden und gilt in Deutschland, ist deutsches Recht. Wir sehen das hier auf dieser Zusammenfassung nochmal. Hier unten ist der europäisierte Arbeitsschutz, da unten ist die Bildschirmarbeitsverordnung und die ist integriert worden im Arbeitsstättengesetz. Das ist der Fall, der nach da oben geht. So, jetzt sollen die sich ja alle an den Normen der menschlichen Informationsverarbeitung, also an den ergonomischen Normen, orientieren. Und was hat man einfach gemacht? Man hat gesagt, da gibt es schon was. Da gibt es doch diese ISO-Norm 9241 mit ihrem schönen Teil 110 und auf den verweisen wir jetzt. ISO 9241, das ist die Norm für Ergonomie. Sollte man auch mal kennen. Also welche, das ist auch eine Nummer, die kann man ruhig mal kennen. Wir fragen die zwar nicht ab, also wir fragen nicht, welche ISO-Norm ist es denn, war es 5 oder 38 oder 9241, sondern, aber trotzdem sollte man die kennen. Gerade wenn man auch in so einem Vorstellungsgespräch ist, glaube ich, macht sich das ganz gut, wenn man diese Nummer parat hat. Der hat einen Teil 110 und auf den wird einfach verwiesen. So, jetzt haben wir nicht nur Gesetze und Richtlinien, jetzt haben wir auch noch Normen. Was sind Normen? Eine Norm, wird oft Standard genannt, wird von einem Normungsinstitut üblicherweise herausgegeben. Da gibt es sehr viele verschiedene Normungsinstitute. Ich habe hier mal die drei Normungsinstitute auf der rechten Seite aufgeführt, die jetzt mit dieser Norm auch was zu tun haben. Aber es gibt Unmengen Normungsinstitute. Das Internationale ist die ISO. International Organization for Standardization, die Abkürzung ist andersrum das hat komplizierte Gründe, unter anderem hat das ja immer diese Gründe, kennt das ja vielleicht, auch die Abkürzung selber muss ja irgendwie international sein. Und dann gibt man ja NATO, heißt ja zum Beispiel in Spanien OTAN. Ja, also deswegen gibt es da solche Verdrehungen oft in den Buchstaben. Es gibt das Europäische Institut für Normung, das CEN, und in Deutschland das Deutsche Institut für Normung, DIN. DIN habt ihr sicher alle gehört, DIN A4 und sowas ist natürlich bekannt. Was hat das mit so einer Norm auf sich? Muss man sich an seine Normen halten? Nö, eigentlich nicht. Wenn ihr jetzt eine Firma aufmacht und sagt, wir verkaufen Aktenordner, und sagt, wir verkaufen Aktenordner, in einem quadratischen Format, weil uns das besonders gut gefällt, dann könnt ihr das machen. Könnt das den Läden anbieten, die können das vielleicht sogar, irgendjemand stellt es ja vielleicht sogar rein, wahrscheinlich wird es kaum jemand kaufen, weil die DIN A4 Blätter nicht richtig reinpassen oder weil zu viel Platz verschwendet wird oder was weiß ich. Aber ihr könnt das machen, es hindert euch niemand daran. Das DIN A4 ist nicht vorgeschrieben, es ist aber üblich. Und ihr tätet auch gut daran, entsprechende Aktenordner zu erstellen, die DIN A4 Blätter aufnehmen können. Das heißt, wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr nicht vom Gericht bestraft, also nicht de jure, sondern de facto. Es wird einfach nicht gekauft. Das ist für die meisten Normen so. Das gilt auch für diese Quasi-Normen, die wir hier haben, also Guidelines des W3C zum Beispiel, die HTML-Spezifikation. Ihr sagt, ach, ich brauche einen Browser, ganz andere Tags. Ja, mach doch. Kann keine einzige Webseite richtig anzeigen, wird wahrscheinlich keiner benutzen, aber könnt ihr machen, natürlich, ist ja nicht verboten. Aber wenn eine Norm, das ist hier der Fall, von einem Gesetz, aus einem Gesetz auf die Norm verwiesen wird, wie es hier der Fall ist, dann enthält die Norm damit Gesetzescharakter. Das heißt, diese 9241 Teil 110
hat quasi Gesetzescharakter dadurch erlangt, dass diese ganzen Gesetzgebungen gesagt haben, das sind diese Grundsätze, auf die wir uns beziehen. Deswegen sind die wichtig, dass wir uns die angucken. Wir gucken aber erstmal auf die Norm als solches. 9241 hat nämlich nicht nur einen Teil 110, wie man sich denken kann. Der ist zwar der am meisten referenzierte und zitierte, aber es gibt erheblich mehr. Ursprünglich waren das mal 17 Teile, die ihr hier an der Seite seht. Und die Norm hatte den Titel, das muss ich ja gerade ablesen, ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten. Das heißt, es ging um Arbeit mit dem Computer. Darum ging es. Da gab es diese 17 Teile. Diese Norm mit diesen 17 Teilen, der hat schon von vornherein diese Regelung gehabt, alle 5 Jahre werden diese einzelnen Teile angeguckt und geguckt, sind die eigentlich noch aktuell, müssen die vielleicht aktualisiert werden. Und innerhalb dieses Aktualisierungsprozesses ist man irgendwann dazu übergegangen und hat gesagt, ja, wir erweitern erstmal den Geltungsbereich der Norm, dass der nicht nur für Bürotätigkeiten gilt, sondern dass der überhaupt für Ergonomie der Mensch-System-Interaktion gilt. Also, dass das auch, sagen wir, für alle mögliche Software angewendet werden kann, nicht nur für Software, die ich unbedingt im Büro einsetze. Und hat dabei auch die Struktur geändert. Und da möchte ich mal zeigen, wie sich das jetzt haben. Links sind diese 17 Teile und ich gehe die gleich mal alle durch. Könnt ihr wahrscheinlich nicht gut lesen. Ich erzähle sie euch alle mal einmal, was da drin steht. Aber nur ganz kurz, weil sonst könnten wir auch die ganze Vorlesung mit verbringen. Es gibt auf jeden Fall jetzt 3 Bereiche. Den Bereich 100er, der 100er, das sind Software-Ergonomie-Normen. Der Bereich der 200er. Prozesse der Mensch-System-Interaktion, da geht es also um irgendwie wohl einen Prozess, wie ich da hinkommen kann. Den Bereich der 300er, Anzeige und anzeigebezogene Hardware, also es geht irgendwie um Bildschirme im weitesten Sinne. Und dann noch ganz viele weitere Bereiche, die ich jetzt mal hier zusammengefasst habe. 400er sind physikalische Eingabegeräte. Dann haben wir 500 Arbeitsplatzergonomie, da gehört zum Beispiel das rein, wie ist der Monitor, wie steht der Tisch und solche Sachen. Ergonomie der Arbeitsumgebung, da sind solche Sachen drin, Lärm etc. pp. 700er Ergonomie für Leitzentralen, da hat man also ganz besondere Anforderungen, die wurden dann extra gefasst. Und 900er taktile und haptische Integration, da geht es dann darum, mit so VR-Brillen und solche Sachen oder ich habe irgendwelche Geräte, die mir irgendwie die Rückmeldung auf die Finger geben oder solche Sachen. Also etwas, sagen wir mal, etwas abgehobenere Dinge. Gut, wie fassen jetzt diese 17 Dinger da rein? Also erstmal ist links dieser Bereich ja weggefallen. Teil 1, allgemeine Einführung, gibt es immer noch, hat man beibehalten. Ist auch immer noch übrigens der ganz alte Text drin, hat man sich nie so richtig drum gekümmert. Teil 2, Anforderungen an Arbeitsaufgaben. Da wird drin definiert, was eigentlich eine Arbeitsaufgabe ist und was es bedeutet, Arbeit effektiv oder effizient zu lösen. Üblicherweise, idealerweise beides. Effektiv bedeutet mit dem richtigen Ziel, hat den richtigen Effekt. Effizient heißt ohne Verschwendung von Ressourcen. Dann gibt es Teil 3, Anforderungen an visuelle Anzeigen. Der ist jetzt hier in die 300er-Bereich gewandert. Teil 4, Anforderungen an Tastaturen. Können wir uns vorstellen, das ist da unten gelandet. Genauso wie der Teil 5, die Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und die Anforderungen an die Arbeitsumgebung. Da haben wir alle da unten losgeworden. Teil 7, Anforderungen an visuelle Anzeigen. Nochmal, aber jetzt explizit Reflexion. Hat man irgendwann für nötig gehalten, das nochmal zusätzlich daran zu machen. Und Teil 8, Anforderungen an die Farbdarstellungen. Sind wir auch losgeworden. Alle in diesem 300er-Bereich gelandet. So, dann gibt es Teil 9, Anforderungen an Eingabegeräte ohne Tastatur. Das ist wahrscheinlich später dazugekommen, ne? Also Maus und sowas. Und dazu. Grundsätze der Dialoggestaltung, Teil 10. Das sind die, die uns gleich interessieren. Hier oben. Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit ist wieder eine Sache, die ist so geblieben. Da ist dann sowas definiert, was das eigentlich bedeutet, gebrauchstaugliche Software zu machen. Also, dass man sich an Nutzer orientiert, dass man sich an der Aufgabe orientiert, etc. Solche Sachen stehen da drin. Und dann kommt ein ganz großer Block, der wieder da oben drin landet, nämlich zum einen Informationsdarstellung. Wie schreibe ich eigentlich was auf den Bildschirm? Welche Schriftarten nämlich? Wie sehen Icons aus? Benutzerführung, wie sind die
verschiedenen Bildschirmmasken hintereinander angeordnet, wie mache ich sowas? Und dann welche, die sind ganz spezifisch, Dialogführung mittels Menü, mittels Kommandosprachen, mittels direkter Manipulation, das heißt Icons verschieben, direkte Manipulation, und Dialogführung mittels Bildschirmformularen. All die gehören hier oben rein. So, in diesem Zustand sind wir jetzt also. Was machen wir jetzt damit? Gucken wir uns das alles an irgendwie? Nee, machen wir nicht. Erstmal werden wir ganz große Teile los. Nämlich zum einen, die ganzen Sachen, die Hardware-Ergonomie besprechen, interessieren uns nicht so richtig. Deswegen nehmen wir diese Anforderung an visuelle Anzeigen größtenteils raus, vor allen Dingen die zur Reflexion, die für Farbdarstellung sind aber für uns wichtig. Und dieser ganze untere Bereich, der kann auch weg. Brauchen wir nicht. So. Dann haben wir das also jetzt so. Und jetzt ist man natürlich hingegangen und hat all diese ganzen Normen nochmal überarbeitet und teilweise dann neue Nummern gegeben. Nämlich diesen 100er, 200er, 300er entsprechend. Das hat man aber noch nicht für alle gemacht, weil man ist noch nicht so weit. Einige sind noch in der alten Nummerierung. Deswegen ist diese Norm, wenn man sich die heute anguckt, irgendwie verwirrend. Man hat alte Normenteile, die verweisen auch als alte Normennummern, die findet man aber nicht mehr, weil es neue Normen gibt. Normenteile gibt, die die alten ersetzt haben. In den neuen Normenteilen sind dann Verweise auf die alten Normennummern drin, wenn es denn die neuen nicht dann schon gegeben hat, weil die alle aus von unterschiedlichen Jahren sind. Ist ein bisschen anstrengend zu lesen. Also 1, 2, 11 bleibt so. Teil 10 ist zum Teil 110 geworden. Das ist der, den wir uns gleich noch genauer angucken wollen. Teil 12, Informationsdarstellung, ist 112 und 125 geworden. Da hat man in zwei Teile zerteilt. Benutzerführung 13 ist noch nicht aktualisiert worden, genauso wie 14, 15, 16 nicht, aber die Dialogführung mittels Bildschirmformularen hat man neu gemacht. Das hat den Grund, wenn ihr euch mal überlegt, früher, so die Norm ist ja von Anfang der 90er Jahre bis Mitte der 90er Jahre, da waren Bildschirmformulare ganz was anderes als heute. Heute meint man unter Bildschirmformularen in der Regel Webformulare. Ja, diese klassischen Bildschirmformulare, irgendwelche Texteingaben, Doppelpunkt und dann muss man da was eingeben und dann muss man mit irgendwelchen Tastenkürzeln nach oben springen oder so, gibt es ja kaum noch. Deswegen hat man diesen Normteil neu gemacht. Gut, dann kamen ein paar Bereiche dazu, nämlich Teil 129, Individualisierung, also wie kann man Software anpassen an den einzelnen Nutzer. 151, Benutzungsschnittstellen für das www. Da steht vor allen Dingen ganz viel drin zur Navigation im World Wide Web. Teil 161, User Interface Elemente, ein ganz eigenartiger Normteil. Wenn ihr den euch anguckt, dann seht ihr da drin, dass da beschrieben steht, das ist eine Scrollbar. Und die Scrollbar besteht aus einer Scrollfläche und aus einem Bereich, auf dem diese Scrollfläche läuft. Das ist ein Button und das ist die Buttonbeschriftung. Also da ist wirklich jedes einzelne Element beschrieben. Und wenn ihr euch das anguckt, dann sieht das vom Design her ganz extrem aus wie Windows XP. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass ein Großteil dieser Norm von Microsoft geschrieben wurde. So sieht die jedenfalls aus. Was ja nicht unbedingt schlimm ist. Aber es ist auf jeden Fall so eine Art zusammenfassender Normteil. Dann bleibt noch 171, Zugänglichkeit. Da geht es darum, wie macht man Software so, dass sie nicht nur für den Großteil der Bevölkerung bedienbar ist, sondern ganz explizit auch für Menschen mit Behinderungen bedienbar ist. Diesen Teil werden wir uns hier in dieser Vorlesung nicht angucken. Ganz einfach deswegen, weil das sehr umfangreich ist und es ganz eigene Gesetzgebungen dafür gibt. Wir würden dem nicht gerecht werden, wenn wir jetzt hier mal eben so ein bisschen über sowas sprechen. Deswegen lassen wir den Teil hier aus. So, im Bereich 200 gibt es jetzt den Teil 210, Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme. Das ist vor allen Dingen eine große Checkliste. Hast du das bedacht, hast du das bedacht, hast du das bedacht, hast du das bedacht. Die ganze Norm, muss man sich ja denken, eine Norm ist ja üblicherweise dafür da, dass man eine Software dagegen checkt. Dass man sagt, ah, ich habe ja eine Software, ist die eigentlich kompatibel zu 9241? Da gehe ich eine ganze Reihe Checklisten durch und wenn sie das ist, dann kann ich damit angeben. Dann kann ich hinterher Software verkaufen und kann sagen, geprüft nach ISO 9241. Ja, kann ich üblicherweise einen TÜV oder so beauftragen, der prüft sowas. Gut. Die Zugänglichkeit, wie ich schon gesagt habe, ach, unten habe ich noch vergessen, die 300er sind auch mittlerweile neu, das gibt es also die Teile 300 und 303, die das beinhalten, was vorher in den entsprechenden Teilen stand. Das habe ich gesagt, die Teil 171 gucken wir uns an dieser Stelle
nicht an. Das ist also so quasi der Bereich an Normen, die für das interessant wären, oder an Teil der Normen, die für das interessant werden, was ich oder im Laufe der nächsten Wochen mit euch besprechen werde. Wir machen das aber nicht anhand dieser Normen. Falls euch die Norm interessiert, aus dem Uninetz könnt ihr unter www.perinorm.com, Peri wie Peripherie, P-E-R-I-N-U-R-M, Perinorm, doch, ich schreibe es einmal gerade an, Geräusche macht es, aber passieren tut nichts. Ah, das war die hintere, dann nehmen wir doch diese vielleicht. Ich bin so selten in diesem Raum. Also perinorm.com. Könnt ihr euch die Normen in ihren Teilen runterladen. Aber es geht nur aus dem Uninetz. Wenn ihr das von zu Hause macht, werdet ihr nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt, das ihr nicht habt. Ne, müsst ihr also hier aus dem Uninetz rausmachen. Das ist dann ein etwas eigenartiges Bildschirmformular, was, glaube ich, den Regelungen der Normen nicht entspricht, was ihr da ausführen müsst. Müsst ihr euch ein bisschen durchfummeln, aber dann kommt man dahin, dann könnt ihr euch die runterladen und angucken. Wenn ihr das wollt. Das ist nicht die Voraussetzung für das, was wir jetzt hier machen. Denn bei uns geht es in erster Linie um diesen Teil 110 und um den sprechen wir jetzt hier an dieser Stelle schon so ein bisschen genauer. Und es geben auch viele Teile der Normen hier schon an dieser Stelle. Der Normteil 110, genau wie der vorherige Teil 10, also da hat sich an der Stelle nichts geändert, heißt Grundsätze der Dialoggestaltung. Der Begriff ist etwas altmodisch, ne? Dialoggestaltung. Früher hat man vom Bildschirmdialog gesprochen. Ist heute aus der Mode gekommen, der Begriff. Sei es drum, wir nehmen den Begriff mal so hin, über Dialog sprechen wir gleich nochmal genauer. Es sind aber auf jeden Fall Grundsätze und es sind derer 7. Diese Grundsätze stehen hier. Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit. Diese 7 Grundsätze sollte man kennen. Und nicht in dem Sinne, dass wir euch sagen werden, zählt sie alle auf. Da muss ich nämlich sagen, mir fallen meistens auch immer nur 6 ein. Irgendwie einer bleibt irgendwo immer hängen. Aber wenn wir euch sagen, da gibt es doch diesen Grundsatz der Aufgabenangemessenheit, dann solltet ihr sagen können, was das ist. Also solltet ihr eine Definition geben können. Und bitte, bitte, sowohl in Aufgabenzetteln, es gibt Aufgabenzettel, da reden wir gleich drüber, als auch hinterher in der Klausur, beantwortet solche Fragen nicht tautologisch. Also, wenn wir fragen, was ist Aufgabenangemessenheit, dann sagt nicht, ein Programm ist aufgabenangemessen, wenn es der Aufgabe angemessen ist. Das ist Blödsinn. Ne? Also es ist zwar richtig, aber es ist nicht das, was wir dann da wissen wollen an dieser Stelle. Gut, dies ist hier nur so eine kurze Zusammenfassung. Wir gucken uns die mal im Einzelnen gerade an. Es sind derer 7 Stück, da müssen wir jetzt durch. Aufgabenangemessenheit. Bei Aufgabenangemessenheit geht es darum, dass ein Programm den charakteristischen Eigenschaften der Aufgabe angemessen ist. Und hier unten drunter stehen lauter Beispiele. Ich will euch die nicht alle erzählen, sondern ich rede immer nur über die, die jetzt hier eingerahmt sind, mal gerade, also immer 2. Die Beispiele sind aus der Norm, die habe ich also direkt so da rauskopiert. Bei einem Fahrkartenautomaten in einem Bahnhof, bei dem festgestellt wurde, dass Bahnreisende üblicherweise ihre Reise dort beginnen, ist dieser Bahnhof als Abfahrtsbahnhof zum Dialogbeginn voreingestellt. Das ist eine Regel, die da drin steht. Gut, das ist natürlich eine sinnvolle Regelung. Dafür muss man den Bahnhof, müsste man eine Art Test machen. Man müsste sagen, fahren die Leute üblicherweise da los? Ich kann mir jetzt irgendwie gar nicht so richtig einen Bahnhof vorstellen, wo das nicht so ist. Natürlich kann man an Bahnhöfen auch oft Fahrkarten von woanders nach woanders kaufen, aber meistens wird das schon immer so sein, dass die Leute dort losfahren, wo sie sind, beziehungsweise die Fahrkarte von dort kaufen. Gut, aber im Prinzip musste man eine Untersuchung über den Bahnhof machen, um das rauszufinden. Zweites Beispiel, ein Softwarepaket für die Verwaltung von Geschäftskontakten, das Eingabefelder sowohl für Postleitzahlen als auch für Städte hat, zeigt automatisch die Stadt auf Grundlage der Postleitzahl an und umgekehrt, um unnötige Dialogschritte zu vermeiden.
So, dieses und umgekehrt ist bei unseren Postleitzahlen gar nicht so einfach. Also, dass man aus einer Stadt auf eine Postleitzahl schließt, zumindest auf genau eine, ist ein bisschen schwierig. Man könnte höchstens eine Auswahl dann geben. Aber vor allen Dingen, jetzt nehmen wir mal diesen günstigeren Fall an, ich gebe eine Postleitzahl an und da kommt automatisch die Stadt. Da merkt ihr, das ist irgendwie auf einer ganz anderen Ebene. Das ist eine Angabeabkürzung, die funktioniert aber immer. Die hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Umfrage mache, so von wegen, möchten die Leute, die eine Postleitzahl angeben, üblicherweise die dazu passende Stadt haben oder lieber eine andere? Ja, Blödsinn. Ne? Gut, gucken wir uns an eine Selbstbeschreibungsfähigkeit. Selbstbeschreibungsfähigkeit, der ganz komische Ausdruck, ein Dialog soll sich selber beschreiben. Ne? Es geht darum, wenn ich einen komplexere Schrittabfolgen habe, dass ich weiß, an welcher Stelle ich mich befinde, was ich machen kann und wie ich diese Handlungen ausführen kann. Gucken wir uns auch mal die Beispiele an. Eine E-Commerce-Anwendung zeigt dem Benutzer deutlich alle erforderlichen Schritte an, die ausgeführt werden müssen, um ein Produkt zu bestellen. Der Dialog zeigt dem Benutzer stets eindeutig an, in welchem Dialogschritt er sich gerade befindet. Gut, da kann man sich jetzt sowas vorstellen, wie vielleicht so ein Bestellvorgang bei Amazon. Ne? Man sieht, was hat man schon gemacht, was muss man noch machen. Das wird so angezeigt. Ne? Das ist sowas, was da dann unter die Selbstbeschreibungsfähigkeit fallen würde. Ein Softwarepaket zum Abspielen von DVDs auf Computern stellt Schaltflächen und Symbolen zur Verfügung, die die eingeführten Tasten für Abspielen, Stopp, Pause und schneller Vorlauf und so weiter darstellen. Das heißt, diese, die man früher vom Kassettenrekorder oder vom Videorekorder kennt, diese typischen Zeichen, Pause mit den zwei Strichen und so. Das ist aber jetzt irgendwie wieder ganz was anderes, weil jetzt an dieser Stelle, da hat die Selbstbeschreibung ja nichts damit zu tun, an welcher Stelle ich mich befinde und was ich machen kann und wie ich es machen kann, sondern es ist eigentlich eine Argumentation darüber, dass es bestimmte Standards gibt, an die ich mich halten kann, bestimmte Erwartungen, mit denen man schon im Vorfeld rechnen kann. Das ist also ein leicht anderer Aspekt an dieser Stelle. Erwartungskonformität. Da geht es ganz viel um den Nutzungskontext. Es soll der Nutzungskontext untersucht werden und die Software soll sich so verhalten, wie das im Nutzungskontext üblich ist. Und allgemein anerkannte Konventionen sollen erfüllt werden. Da könnte man jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Play-Taste und so auch so drunter fassen. Eine Anwendung für die Abwicklung von Bankgeschäften nutzt bankenübliche Begriffe wie Überweisung und Girokonto. Also es ist natürlich von Nachteil, wenn ich eine Software habe, die so merkwürdig generische Begriffe dann nutzen würde, wie Vorgang oder, also die nicht von, zum Beispiel hier, wenn ich eine Verwaltung habe von Studenten, nicht von Studenten sprechen würde oder von Studierenden, so müsste man ja sagen, sprechen würde, sondern immer von Entitäten oder irgendwie. Und das wäre nicht aufgabenangemessen, oder erwartungskonform, Entschuldigung. Wenn ein Benutzer auf Internetseiten eines Reisebüros nach verfügbaren Flügen sucht und die Suchentaste betätigt, wird angezeigt, dass der Suchvorgang läuft, aber bedingt durch die große Zahl von Kunden, die gerade online sind, 60 Sekunden bis zur Anzeige der Suchergebnisse vergehen können. Das ist irgendwie wieder ganz was anderes. Das kann man zwar auch Erwartungskonformität nennen, dass meine Erwartung schon entspricht, dass ich eine Rückmeldung bekomme, aber was hat das mit dem Nutzungskontext und den anerkannten Konventionen so richtig zu tun? Außer, dass es vielleicht eine Konvention ist, dass ich die Rückmeldung kriege. Da sind noch ganz andere Sachen. Ich will mal auf eine hinweisen übrigens hier. Der Online-Shop eines Kaufhauses organisiert das Warenangebot in einer Weise, die der physischen Anordnung der Waren im Kaufhaus entspricht. Ein ganz eigenartiges Beispiel, finde ich. Da müsste man so die Gänge da reinbauen und die billigen Sachen sind unten und die... Weiß ich auch nicht. Lernförderlichkeit. Lernförderlichkeit, relativ einfach definiert, die Software ist so gestaltet, dass sie beim Erlernen unterstützt und anleitet, beim Erlernen ihrer selbst natürlich, nicht beim Lernen als solches. Ein Softwarepaket erklärt die Benutzung einzelner Menüpunkte, wenn der Benutzer zugehörige Hilfetaste drückt. Sowas gibt es bei einiger Software ja. Hilfetasten gibt es meistens nicht mehr so wirklich, aber dass ich irgendwie in so einen Hilfemodus schalte und dann werden mir vielleicht so Ballontipps, also so Sprechblasen eingeblendet, wo dann draufsteht, was das Einzelne ist. Ein Zeitplanungssystem für die Auslieferung von Waren erlaubt es dem Benutzer, Änderungen im Zeitplan auszuprobieren und nachhaltige Auswirkungen erkennen zu können, ohne die Änderungen im System zu übernehmen. Da geht es um so ein Undo. Ich kann was machen und wenn das nicht richtig war, kann ich Undo machen, kann ich es rückgängig machen. Und das natürlich unterstützt das auch das Erlernen.
Wenn ich da mir dessen sicher sein kann, dass wenn ich irgendwas ausprobiere, das nicht gleich alles kaputt macht, dann probiere ich mehr und lerne besser. Aber trotzdem sind das zwei Hinweise auf ganz verschiedenen Bereichen. Steuerbarkeit. Steuerbarkeit, Richtung und Geschwindigkeit des Dialoges soll selbst beeinflusst werden können. Auch eine sehr eigenartige Formulierung. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass ich einen Dialog auch abbrechen können muss und solche Sachen. Also, dass ich nicht irgendwie da reingezwungen bin, das in einer bestimmten Reihenfolge zu machen oder auf jeden Fall zu Ende zu machen. Ein Telefon, das die Telefonnummer eines ankommenden Rufs zeigt, bietet die Möglichkeit, diese Nummer gemeinsam mit dem Namen des Anrufers direkt im Telefonverzeichnis hinzufügen zu können. Das ist eine schöne Abkürzung, wenn ich sowas habe. Gut. Beim Registrieren einer eingehenden Zahlung mit einer Buchungssoftware wählt das interaktive System automatisch die älteste unbezahlte Rechnung dieses Kunden für den Ausgleich durch diese Zahlung aus. Es erlaubt dem Benutzer aber auch, andere Rechnungen des Kunden für den Ausgleich für diese Zahlung auszuwählen. Gut, der erste Aspekt davon ist wieder einer, dass es der Aufgabe typisch ist, dass man üblicherweise vielleicht die letzte Rechnung bezahlt. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber davon wird offensichtlich hier ausgegangen. Aber es bietet auch die Möglichkeit, es anders zu machen. Das heißt, es ist so eine Art Flexibilität damit drin. Fehlertoleranz ist eine der am schönsten klingenden und irgendwie intuitiv am einleuchtendsten Regeln, die sich dann am Ende als schwierigste erweisen wird, wenn man da mal drüber nachdenkt. Nämlich, dass eine Software fehlertolerant ist. Das heißt, auch wenn ich einen Fehler mache, noch nicht erstmal nicht abstürzt, mir Möglichkeiten zur Fehlerkorrektur angibt, diese Fehlerkorrekturmöglichkeiten minimiert, bis hin, dass es null Fehler, also null Aufwand ist. Das macht's, also ich gebe eine falsche Eingabe, das System fängt das aber ab und macht trotzdem damit weiter. Gucken wir mal hier die Beispiele. Ein Druckdialog für ein Dokument mit 35 Seiten erlaubt es dem Benutzer lediglich, die Seitenzahlen von 1 bis 35 einzugeben. Gut, ja. In einer Rechtschreibprüfung werden fehlerhafte Wörter markiert. Die Rechtschreibprüfung bietet die Auswahl eines oder mehrerer Versionen des falsch geschriebenen Wortes, wobei der Benutzer die Möglichkeit hat, eine andere korrigierte Version des Wortes einzugeben. Schön. Auch das, also, ich weiß nicht, merkt ihr, wo da das Problem sein kann mit dieser Art von Fehlertoleranz? Das sind zwei ganz verschiedene Kategorien von Fehler. Das eine ist ein wirklicher Eingabefehler, falsch ins Programm eingegeben, sodass das Programm es nicht verarbeiten kann. Das zweite, ein falsch geschriebenes Wort, ist ja eigentlich keine falsche Eingabe für die Rechtschreibkorrektur, sondern ist ja eine korrekte Eingabe für die Rechtschreibkorrektur, auf die sie reagiert. Da hat man zwei ganz verschiedene Ebenen gemischt. Und jetzt ist die Grausamtat gleich vorbei. Das letzte Kriterium, die Individualisierbarkeit. Da geht es darum, dass ich Software den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen anpassen kann. Gucken wir uns wieder die Beispiele an. Die Empfindlichkeit eines Zeigegerätes kann nach den individuellen Benutzerbedürfnissen eingestellt werden. Das ist etwas, was Windows-Nutzer bei Mac so immer stört, dass man das nicht kann. Weil bei Windows kann man ja einstellen, wie schnell die Mauszeiger sind und wie schnell die Beschleunigung ist. Da hat man relativ starke Einstellmöglichkeiten. Bei Mac ist das relativ eingeschränkt. Das heißt, man ist da weniger individualisierbar an dieser Stelle. Ein Fahrkartenautomat in einem Bahnhof erlaubt es dem Benutzer, Bahnhofsnamen entweder direkt einzugeben oder aus einer Liste auszuwählen. Hier sind wir auf einem anderen Aspekt dieser Individualisierbarkeit, nämlich, dass ich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl habe. Das eine war eine Einstellung, das andere ist, ich habe gleich mehrere Sachen zur Auswahl. Auch da sind mehrere Aspekte ineinander gemischt. Gut, wie gesagt, die sieben Grundsätze sollte man kennen und auch definieren können. Nicht wörtlich unbedingt, ihr müsst nicht die Definition, die da oben steht, immer auswendig lernen. Aber ihr solltet sagen können, was das meint und auch ein Beispiel geben können. Ihr werdet aber gerade gemerkt haben, die Beispiele sind wirklich oft mehrdeutig. Also oft könnte man eines der Beispiele auch unter einem der anderen Kriterien einsortieren. Man muss also begründen, warum man das da einsortiert. Die ISO selber schränkt sich selbst relativ stark ein. Zum einen dahingehend, dass sie sagt, diese ISO-Norm ist kein Lehrbuch. Also man kann nicht danach lernen, wie man Software gut gestaltet, sondern es sind halt nur so Check-Normen, wo ich einen Haken dran machen kann.
Und zum anderen sagt sie, es kommt immer auf den Nutzungskontext an. Also fast jeder Text, der irgendwo daneben noch in dieser Norm drinsteht, verweist irgendwo auf den Nutzungskontext und dass man den Nutzungskontext erheben muss. Das heißt, es kommt immer darauf an, was ist das für eine Software, für welchen Zweck und welche Nutzer. Das ist natürlich auch immer ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen ist es problematisch für so eine Veranstaltung wie hier, weil wir können ja nicht für jede Software jetzt erst den Nutzungskontext erheben. Gut, machen wir mal eine Konsequenz zu dieser 9241. Sie liefert viele gute Hinweise für ergonomische Software. Es sind viele Beispiele drin. Diese Beispiele sind meistens einleuchtend. Es gibt so ein paar Kuriositäten, wie die ich da gerade gezeigt habe. Teilweise liegen die Kuriositäten auch an nationalen Unterschieden, gerade wenn es so sprachliche Sachen sind. Die Kriterien sind nicht trennscharf, aber das ist eigentlich fast gar nicht das größte Problem, sondern das Problem ist, dass aus verschiedenen Gestaltungsbereichen und verschiedene Gestaltungsmaximen da einfach ineinander gemischt wurden. Das heißt, man kann diese Norm nicht proaktiv nutzen oder nicht als Designgrundlage nutzen. Man kann immer sagen, jetzt habe ich ein Problem festgestellt und dieses Problem liegt daran, also ich habe am Computer was gemacht und es wurde was ganz anderes passiert, als ich erwartet habe. Naja, das ist nicht erwartungskonform. Ja, das hilft mir aber jetzt nicht für die Gestaltung der Software weiter, an dieser Stelle, so direkt zumindest. Es gibt, das ist das Problem, keine theoretische Grundlage hinter dieser 9241, vor allen Dingen den Teil 110 nicht. Der ist entstanden auf eine bestimmte Art und Weise, ich sage das mal ein bisschen flapsig, man hat einfach Fehler gesammelt. Man hat gesagt, welche Probleme haben die Leute? Schreiben wir mal alle auf. Und dann machen wir so eine Clusteranalyse daraus und sortieren die diesen 7 Clustern dann alle zu. Und damit kann ich die irgendwie einsortieren, kann die auch so eine Checkliste machen, aber ich habe halt wirklich keine wirkliche theoretische Grundlage, die ich für eine Gestaltung ansetzen kann. Deswegen sagen, wie gesagt, man sollte sie kennen, man sollte sie sich vielleicht auch mal angeguckt haben, aber das reicht nicht. Unser Ansatz ist ein anderer und jetzt kommen wir auf das, was ich eben schon mal gesagt habe, das Problem mit dem Dialog. Es gibt hier dieses schöne Buch, da stehen wirklich sehr interessante Sachen drin über Software, ergonomische Gestaltung, aber auch Blödsinn. Und unter anderem steht da dieser Blödsinn drin, der hier steht. Interaktion. Interaktion wäre ein Prozess, also eine Person hört dem Partner zu, denkt drüber nach, was gesagt wurde und antwortet ihm. Der Partner macht dann dasselbe. Wenn ihr euch das Cover anguckt des Bildes, des Buches, dann seht ihr das auch, wie man sich das so vorstellt. Also da ist der Computer und da ist der Mensch und die führen da Konversationen miteinander und denken über nach, was der andere jeweils macht und so. Das ist ziemlicher Unsinn. Denn ein Computer, zumindest wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt nicht die künstliche Intelligenz auf einmal riesige Sprünge macht, denkt nicht nach, was darüber macht und antwortet auch eigentlich nicht wirklich, sondern es ist eine falsche Ebene, auf der argumentiert wird. Hier wird der Computer vermenschlicht auf eine Art und Weise, die für mehr Irritationen sorgt, als dass es wirklich hilfreich wäre. Derjenige, der die Antworten nämlich definiert, das ist ja der Programmierer von der Software, der ist ja schon gar nicht mehr da, wenn der Nutzer diese Software benutzt. Also da ist kein Dialog da. Da kann man so nicht von sprechen. Gucken wir uns mal an, was das für Folgen haben kann. Diese zum Beispiel. Das ist eine Geschichte, die ist meinem Chef tatsächlich passiert, vor Jahren, also irgendwo eine Software-Einführung. Und es kam eine Fehlermeldung irgendwie dieser Art, nicht wörtlich, aber so dieser Art. Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten, Teile oder alle Daten könnten verloren gegangen sein. Darunter ein Button, okay. So, der Nutzer stand davor und sagt, nein, ich drücke da nicht drauf, ist nicht okay. Ich will das auch gar nicht. Ich will gar nicht, dass meine Daten verloren sind. Ich drücke da nicht drauf. So, was ist schiefgelaufen? Naja, hier erstmal ist das Eigenartige, dass man mit okay so einen Dialog so andeutet. Noch stärker mit dem, was wir gleich sehen, dass irgendwie vom Computer Fragen gestellt werden. Ja, das ist so eine Sache, das liegt etwas nahe, was nicht da ist. Und zum anderen ist natürlich die Beschriftung okay. Erstmal ist schon blöd, weil es nicht okay ist. Ne? Also keiner findet das okay, dass da die Daten verloren gegangen sind. Ach ja, naja, mache ich es halt neu.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Es ist nicht okay und dieser Knopf ist generisch. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt, wenn ich auf okay drücke? Was kann ich dann machen? Kann ich es irgendwie wiederherstellen? Muss ich von vorne anfangen? Sollte ich vielleicht in irgendeinem Handbuch was nachlesen? Okay, ist nicht wirklich hilfreich an dieser Stelle. Dialogorientierte Gestaltung ist auch das, was man üblicherweise von solchen Fehlermeldungen kennt, wie dieser hier, Änderungen speichern. Und dann steht da Ja, Nein, Abbrechen. Und dann solche Hinweise vielleicht noch, wählen Sie Ja, um die Änderung zu speichern, Nein, um die Änderung nicht zu speichern, Abbrechen, um zu Ihrer Publikation zurückzukehren. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man diesen Text eigentlich liest oder nicht, hat das einen Nachteil. Also erst zum einen mal, warum ist das als Frage formuliert? Will der Computer von mir jetzt was wissen? Ist er irgendwie besonders an meinem Wohlbefinden interessiert? Nein, eigentlich nicht. Was will ich? Ich will irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich will entweder sagen, nein, ich schmeiße das weg oder speichere das ab oder oh, ich habe mich vertan, ich will noch weiterarbeiten. Das sind ja die drei Möglichkeiten, die ich habe. Wenn ich das so habe, muss ich aber immer erst überlegen, was das bedeutet. Ich lese Ja und muss überlegen, was bedeutet jetzt Ja in Relation auf diese Frage? Also was ist der Zustand hinterher? Das ist viel zu kompliziert. Viel besser wäre es, man würde das Ganze so machen. Da fällt mir auf, das Bild müssen wir nochmal verändern. Zum einen ist ein Rechtschreibfehler drin und zum anderen sehe ich gerade das Fragezeichen auf der linken Seite, sollte natürlich auch verschwinden. Sie verlassen das Programm, wird gesagt. Ja, und dann habe ich drei Möglichkeiten. Übrigens ist es auch so, wenn ihr mal darauf achtet, Software hat sich eine Zeit lang in diese Richtung entwickelt. Bei Windows ist es so, wenn ihr Windows-Desktop-Programme habt, früher war oft dieses Ja-Nein-Abbrechen. Mittlerweile wird häufig eine Frage gestellt, aber unten steht auf den Buttons drauf, was tatsächlich passiert. Beim Mac steht auch auf den Buttons drauf, was wirklich passiert. Bei diesen neuen Windows-Anwendungen, diesen Kachel-Anwendungen, ist wieder Ja-Nein-Abbrechen. Keine Ahnung, wie das kommt, ob das eine Maßgabe war, es ist auf jeden Fall so. Unser Hinweis an dieser Stelle ist aber auf jeden Fall nicht Fragen stellen, sondern Konsequenzen verdeutlichen. Wie das theoretisch zusammenhängt, das hören wir noch mehrfach im Laufe der nächsten Vorlesung. Verwirrende Dialoge gibt es schon sehr lange. Ich zeige euch hier eins, das ist von einem System Atari ST von 1986. Erzählen wir auch in einer Vorlesung noch ein bisschen mehr zu über so alte Computer und was die so für Eigenheiten hatten. Eine Textverarbeitung. Was kann ich machen? Speichern als. Und wenn ich Speichern als mache und wähle einen Dateinamen, den es schon gibt, kriege ich einen Hinweis. Da steht, es existiert bereits eine Datei mit dem Namen, diesem Namen. Soll sie in Dateiname.bug umbenannt werden? Ja, nein. So dann, das ist, welche Datei wird umbenannt? Die vorherige Datei, die neue Datei? Ja, nein. Es wäre schöner, es stünde auf dem Button was Gescheites drauf. Noch schöner ist, wenn man auf Ende drückt, dann kommt aktuelle Bearbeitung beenden und den Text nicht abspeichern, Abbruch beenden. Da merkt man, dass gerade der Begriff abbrechen ganz schnell ganz mehrdeutig sein kann. Gerade wenn die Aktion, die man macht, auch schon eine abbrechende ist, dann ist das sehr verwirrend, was Abbrechen des Abbrechens abbricht. Ne? Da täte man besser dran, diesen generischen Knopf nicht zu benutzen. Haufenweise Beispiele dieser Art gibt es. Wir sehen jetzt hier oben ein Alter von PowerPoint, das war irgendwie besonders schön. Da steht drauf, also man konnte Folien exportieren als Bilderdateien, das ist auch der Port-PDF-Zeit. Wollen Sie jede Folie der Präsentation exportieren, um nur die aktuelle Folie zu exportieren, klicken Sie auf Nein. Das linke ist etwas älteres von Ryanair, da ist überhaupt gar keine Frage, man muss aber trotzdem Ja und Nein sagen, um Priority Boarding zu buchen oder nicht. Das rechte, sehr komplexer Dialog, virtuelle Maschinen. Die von den Prozessoren in dieser Maschine unterstützten Funktionen stimmen nicht mit den unterstützten Funktionen in den Prozessoren der Maschine überein, in welcher der Snapshot gespeichert wurde. Ja, nein. Muss man also ganz weiter zu Ende lesen und dann steht eins am Ende eine Frage da. Ja, also man wird wirklich genötigt, diesen Text zu lesen. Vielleicht ist das die Intention gewesen. Kann möglich sein. Aber trotz alledem wäre es schneller oder wenn man auf den Knöpfen trotzdem ausführen und nicht ausführen draufschreiben würde. Ne? Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Und jetzt rechts unten doch das. Möchten Sie bei der zuletzt betrachteten Lektion starten oder die Lektionsübersicht überspringen? Und dann sind die Knöpfe schließen und okay. Gehen wir jetzt mal davon aus, es wären Ja und Nein.
Ne? Also das wäre dann ja die richtige Antwort auf eine Frage, ja oder nein. Was würde das jetzt bedeuten, wenn ich dann vor allen Dingen gleichzeitig auch noch diesen Dialog beim nächsten Mal nicht mehr anzeigen anklicke? Heißt dann nein, nie? Oder das ist irgendwie sehr schwierig. Immer wenn ich diese Sache habe mit generischen Knöpfen. Ja, nein, abbrechen, beenden, weiter. Könnt ihr euch jetzt schon mal merken, kommt auch in der Vorlesung immer wieder vor. Sollte man immer vermeiden. Und es wurde auch vermieden, wie gesagt. OpenOffice, alte Version, 2.0, neue Version. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass die eine Englisch ist, die andere Deutsch und die eine auf Windows und die andere auf Mac. Damit hat das nichts zu tun. Man hat es gemacht, ne? Man hat dieses komische Yes, No, wo man immer erst überlegen muss, was bedeutet Yes. Ja, Yes bedeutet jetzt, ich möchte in dem Format speichern, was ich spezifiziert habe, dass ich speichern möchte und nicht in dem Format von OpenOffice. Das ist viel einfacher da unten. Was man hier irgendwie vergessen hat, sagen wir mal, ist der Default-Wert bei der Neugestaltung. Das hätte man aber machen können, das ist eine andere Frage an dieser Stelle. Also solche Sachen gibt es. Um noch ein bisschen drauf rumzureiten. Die Frage, sind Sie sicher, ist immer blöd. Der Computer ist nicht daran interessiert, irgendwie zu wissen, ob ich sicher bin oder nicht sicher bin, sondern worum es ja eigentlich geht, ist eine Bestätigung dessen, dass man das wirklich machen wollte, weil es potenziell negative Folgen haben kann. Deswegen, dann fragt man ja, sind Sie sicher? Es gibt auch Software, die fragt ständig, sind Sie sicher? Das ist natürlich sowieso blöd. Also eine Software zu machen, die bei einer Aktion, wo ich leicht ein Undo machen kann, immer fragt, sind Sie sicher, ist erst recht ärgerlich. Gibt es aber manchmal, ja. Aber sagen wir mal, das ist wie berechtigt, dann habe ich immer dieses Problem. Und das Problem ist eigentlich das, nicht unbedingt, dass dann eine Frage gestellt wird, sondern dass ich die Antwort immer auf die Frage beziehen muss und dann immer überlegen muss, was bedeutet die Antwort in Bezug auf die Frage, auf das, was dann hinterher passiert. Und das ist viel zu kompliziert. Ich kann auf den Button einfach draufschreiben, was passiert. Dann habe ich das Problem nicht. Und gerade der Fall abbrechen, habe ich eben schon gesagt, ist oft ein Problem. So, solche Dialoge mit Ja, Nein, Abbrechen sind aber welche, die in der Norm zum Beispiel teilweise explizit empfohlen werden, weil die so schön selbstbeschreibungsfähig sind. Weil da steht ja, wenn Sie Ja klicken, dann passiert das und wenn Sie Nein klicken, passiert das. Und trotzdem, wenn wir sagen, nein, das ist nicht wirklich sinnvoll, es gibt es ergonomisch bessere Lösungen dafür. Und um das sagen zu können, bauen wir uns jetzt im Laufe der nächsten Vorlesungen ein theoretisches Modell auf. Jetzt kann man sich fragen, warum muss man das eigentlich machen? Es gibt eine Organisation, die heißt UPA, Usability Professionals Association heißt das, meine ich, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es ein German Chapter davon, das sind die Leute, die machen quasi beruflich oder Usability-Tests und sowas. Also die kümmern sich darum, dass Software so gestaltet wird, dass sie der Aufgabe angemessen ist. Und die unter anderem sind die immer auf einer der Tagungen dabei und da hängt dieses Plakat, frag die Nutzer. Das ist natürlich wichtig, frag die Nutzer. Aber frag die Nutzer kann nie alles sein. Und ich erkläre das jetzt mal mit so einer Arztanalogie. Also angenommen, wir wären jetzt hier Ärzte und unser Patient ist immer die Software, ne? Haben wir uns jetzt dahin. So, frag die Nutzer. Ja, frag die Nutzer ist schön, beziehungsweise die Patienten wären dann die Nutzer an dieser Stelle. Frag die Nutzer. Aber ein Arzt kann ja nicht nur die Nutzer fragen. Der muss ja auch was über Medizin wissen. Nur die Nutzer zu fragen, nutzt nichts. Ich brauche schon noch einen theoretischen Rahmen dahinter. Jetzt kann man dem Arzt natürlich sagen, gut, um den theoretischen Rahmen zu haben, guckst du dir aus anderen Wissenschaften halt was an. Da gibt es doch schon was. Also die Biologie hat doch zum Beispiel was über die Funktion von Organen rausgefunden, weiß, wie Blutgefäße funktionieren und so weiter und so fort. Hast du so Medikamente, naja, sind chemische Prozesse, machst du auch noch einen Kurs Chemie dabei, irgendwie Biochemie und dann weißt du auch das, wie das funktioniert und dann gehst du noch in den Kurs für Physik und die Physiker erzählen dir dann was über Mechanik und sagen dir was über die Festigkeit von Stoffen. So, und mit diesem ganzen Kladderadatsch von verschiedenen Veranstaltungen kommst du dann hier hin und jetzt bist du Arzt. Nee, funktioniert auch nicht. Medizin braucht schon noch ihre eigene Theorie. Und genau um so eine Medizin wollen wir uns jetzt hier bemühen in den nächsten Wochen, um so eine Rahmentheorie aufzustellen. Das heißt, es geht jetzt in den nächsten Vorlesungen vor allen Dingen um, sagen wir mal so, der Chef sagte immer Vorgeplänkel, ich mag das nicht so. Also Grundlagen für das, was dann hinterher kommt. Hinterher wird es
zwar auch noch theoretisch und in einem theoretischen Rahmen, aber schon sehr praktisch, als dass es viele Beispiele gibt, viele tatsächlich konkret anwendbare Regeln. Jetzt am Anfang werden wir uns erstmal in der nächsten Vorlesung über Wahrnehmung unterhalten, also was sind die Charakteristika der menschlichen Wahrnehmung in Bezug auf seine Umwelt, denn was ich hier habe, ist ja ein Teil meiner Umwelt, dieser Computer. Komme ich ja nicht umhin. Ich kann ja nicht irgendwie sagen, dass es irgendwie was das ist, hat irgendwie mit der Umwelt gar nichts zu tun. Was soll es denn sein, göttlich? Es ist ja Teil meiner Umwelt. Artefakte geht es als nächstes darum. Das heißt, wie ich jetzt auch die Umwelt nicht nur betrachte, sondern auch irgendwelche Objekte in der Umwelt habe, diese auch manipulieren kann, wie ich damit umgehe. Der dritte Teil, Interaktivität, bindet das Ganze so ein bisschen zusammen und bezieht es wieder zurück auf den Computer. Und in der Veranstaltung habe ich auch noch was ganz anderes vor, das sage ich, mache ich ganz zum Schluss mal noch eine Abfrage zu, weil mich das interessiert. Nämlich, ich erzähle ein bisschen was zur Geschichte interaktiver Medien, weil ich so den Eindruck habe, ich habe nicht nur den Eindruck, dass ich viel älter bin als ihr, sondern es ist ja so, dass, sagen wir mal, ich Sachen kenne, die ihr nicht kennt. Und da möchte ich gerne mal wissen, also da wollen wir irgendwie auf den gleichen Stand kommen, dann werden nämlich manche Unterschiede auch klarer. Aber wie gesagt, da frage ich gleich kurz am Schluss noch mal was zu. Jetzt sind wir erstmal mit dieser Vorlesung im Prinzip vorbei, kommen aber noch zu dem Organisatorischen, was natürlich auch noch wichtig ist.